Mehr als 20 Menschen sind innerhalb der letzten Jahre in der Sperrzone spurlos verschwunden. Sowas hast du noch nie gesehen. Und da ist das Monster erwacht. Wir wollen nur das Ungeheuer finden, das das gemacht hat. Neben Bisswunden durch Wölfe gibt es Bissspuren eines Menschen. Er wurde mit den Händen getötet, dann wollte man ihn essen. Die ganze Stadt lebt von der Dekontamination der Zone. Wir atmen so viel Scheiße dabei ein. Ausradiert? Es ist eindeutig ein radioaktives Leck. Kontaminiert? Es gibt noch mehr Tote. Ich hatte keine Ahnung von dem Morden. Alarmiert. La Zona. Do not cross. Ab 1. Juni.